Wer viel sät, wird auch viel ernten. Man muss nicht unbedingt Bauer sein, damit das einleuchtet. Und das Gegenteil davon ist, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Du kannst nicht kärglich das Korn nehmen und auf das Feld sehen und dann denken, dass du am Ende die Scheunen vollkriegst und eine große Ernte einfährst. Wenn du wenig säst, dann wird nur wenig Korn aufgehen, dann wird die Ernte auch wenig sein. Und wenn du viel säst und reichlich aussäst und das alles gut gelingt, dann werden die Scheunen voll werden. Du kannst nicht dreimal im Jahr in die Muckibude gehen und denken, Silvester, bist du ein Kraftpaket. Das funktioniert nicht und das leuchtet uns eigentlich auch ein. Aber mancher, der zu sparsam ist, der hat am Ende dann sogar höhere Kosten zu tragen. Er gewinnt nichts. Das gilt nicht nur für Bauern, sondern das gilt für alle Lebensbereiche. Mein Opa gehörte noch zu der Generation, die früher, wenn irgendwas gebaut wurde, dann doch eher noch ein oder zwei Schaufeln Sand in den Speis gemischt haben, anstatt Zement. Sand war viel günstiger als Zement. Und so genau kommt es doch dann nicht drauf an. Eine Schaufel Sand mehr, auf die ganze Sache gesehen, immer mehr Sand, kostet weniger. Was auf den ersten Blick gut und sparsam sein kann, das zeigt sich auf den zweiten Blick manchmal sehr nervig. Wenn du schon mal in einem Haus gewohnt hast, wo du den Putz mit dem Fingernagel von der Wand kratzen kannst, und du dich ärgerst, wenn du die Tapeten abmachst und du hast lauter Rillen, weil du den halben Putz mit abmachst, dann ärgerst du dich. Und wenn du einen Dübel in eine Fuge machst und der nicht hält, weil der Sand da rausbröselt, dann hast du nachher mehr Kosten, als wenn man vorher eine Schaufel Zement mehr reingetan hätte. Wer knauserig sät, wird auch knauserig ernten. Das ist nicht nur eine Bauernweisheit, sondern ein Bibelwort. Und dabei geht es nicht um eine Feldbestellung, sondern in der Bibel, an der Stelle, wo dieses Wort genannt wird, geht es um eine Geldsammlung. Die Gemeinde Jerusalem war in große Not geraten. Sie hatten viel verteilt, als sie von Jesus erfüllt waren in ihrem Herzen und dachten, Jesus kommt bald wieder. Da haben manche ihre Äcker, ihre Häuser verkauft und haben sie den Armen gegeben, haben das in die Gemeinde gebracht. Ein tolles Sozialwerk in Jerusalem ist entstanden und von der Gemeinde ist sehr viel ausgegangen, eine große Gemeindebewegung. Aber das mit der Wiederkunft Jesu hat auf sich warten lassen. Und es wurde wirtschaftlich schwierig in diesem Bereich. Und so kam auf einmal diese Gemeinde in Jerusalem ins Strudeln, geriet in Not, konnte nicht mehr das Sozialsystem aufrechthalten und alle anderen Dinge. Und irgendwie fühlte Paulus, der nun in der damaligen Welt unterwegs war und in der heidnischen Welt Gemeinden gründete, christliche Gemeinden, irgendwie fühlte er sich verpflichtet, nun auch Sammlungen durchzuführen, um dieser Gemeinde in Jerusalem zu helfen. Und diesem Umstand haben wir folgende Verse aus dem Korintherbrief zu verdanken. Paulus schreibt in 2. Korinther 9, Abvers 6, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Beitrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen, das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spenden überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Es geht um Geld. Paulus hat die Freiheit, darüber zu sprechen. In Deutschland ist das mit dem Geld ja wie mit dem Glauben. Über Geld spricht man nicht.
über Glauben leider auch nicht. Und ich glaube, deswegen müssen wir das ändern. Wir müssen über Geld sprechen. Denn wenn wir über Geld sprechen, sprechen wir über unser Herz. Und über unser Herz sprechen ist wichtig. Vielleicht vermeiden wir Deutschen deswegen über Geld zu sprechen, weil es einen Einblick in unser Herz gibt, wie wir mit unserem Geld umgehen. Also, es muss auch um das Geld gehen. Im Übrigen geht es überall um Geld. In der Werbung, im Internet, bei Elon Musk, bei X, bei Fußball und wen wundert's, auch bei Olympia geht es um Geld. Es geht um Geld in Kriegen und bei Friedensverträgen, bei der Bahn und bei dem Bundeshaushalt. Beim Thema Integration und Abschiebung, immer geht es irgendwie um das Geld. Dabei ist Geld ja eigentlich auch nichts Schlimmes. Geld an sich ist nicht böse. Es kommt nur darauf an, was wir damit machen und nicht, ob wir das Geld haben. So, die Frage ist, ob das Geld uns hat. Und das ist eine Frage an unser Herz. Wir müssen darüber reden und transparent ist wichtig, übrigens auch in Kirchen. Das Fatale ist, wenn der Umgang mit Geld irgendwo im Diffusen bleibt, im Untergrund bleibt, dann gibt es Gerüchte und Machenschaften, Geheimnisse, Geiz, Habgier und manchen treibt die ganze Sache in die Spielsucht. Im Verborgenen, bis es irgendwann aufplöppt, das Elend. Paulus packt das an, er spricht offen zu den Korinthern und in Vers 5, Kapitel 8, Vers 5, er hat übrigens zwei Kapitel, mit denen er das abhandelt, da lesen wir, jetzt muss ich selber schauen, Kapitel 9, Vers 5 war das so. Ich hielt es daher für angebracht, die Brüder zu bitten, dass sie zu euch vorausreisen und dafür sorgen, dass das Geld für eure seit langem zugesagte Spende noch vor meiner Ankunft zusammengelegt wird. Auf diese Weise wird es dann auch wirklich eine reiche und gesegnete Spende sein und nicht etwa ein kümmerlicher Beitrag, der den Eindruck erweckt, als ob ihr geizig wärt. Puh, Paulus sagt ihnen, Leute, lasst mich nicht hängen. Ihr habt eine Spende zugesagt. Und ich weiß ja, wie das ist, ne? Muss man wirklich und ab, bis der Paulus kommt und ich habe noch was anzuschaffen und so sind wir ja manchmal drauf. Und Paulus sagt, nee, ich schicke mal Leute voraus, die euch daran erinnern, was ihr zugesagt habt, damit, wenn ich komme, um das Geld für Jerusalem einzusammeln, das nicht kärglich wird. Leute, gebt nicht knauserig, sondern großzügig, sagt er. Und in seinen Beschreibungen und Ausführungen wechselt Paulus lustig zwischen den Bauernregeln und der geistlichen Regel. Du kannst kärglich sehen, Bauernregel, dann aber Geld spenden, andere unterstützen und du wirst auch kärglich ernten. Geistlich heißt das, du kannst dein Geld oder was auch immer festhalten, aber am Ende wirst du weniger haben, als du gedacht hast. Es geht hier im Vordergrund um die Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem, aber im Fundament geht es um unser Herz, unsere Einstellung zum Leben, zu dem, was wir haben, unser Vertrauen zu Gott. Gott ist unheimlich großzügig. Davon redet der Paulus hier. Er gibt gerne. Er hält nicht zurück. Die Schöpfung ist ein Beispiel davon. Ich habe in der vergangenen Woche zwei Federn eines Fasans gefunden. Und die eine hat mich so fasziniert, ich habe sie mitgebracht. Eine kleine Feder nur, wahrscheinlich aus dem Brustgefieder des Fasans. Wenn man das Licht noch anders hätte da drauf fallen lassen können, dann würdet ihr noch sehen, dass sie an den Enden noch lila schillert. Ein Meisterwerk von Farbe. Was für eine Verschwendung. Das ist nur eine kleine Feder und wenn sie nachwächst, wird sie wieder genauso wachsen. Was hat Gott da an Informationen hineingelegt, dass das so wunderbar aussieht? Man kann sagen, Mensch, der Fasan, der flitzt da von einem Gestrüpp zum anderen und manchmal krächzt er laut bei uns im Garten und macht da einen großen Lärm und dann ist er wieder weg. Ja, muss der denn so schön und bunt aussehen? Was hat Gott sich dabei gedacht? Gott ist verschwenderisch.
in Farben, in Reichtum, in das, was er in diese Welt hineingelegt hat, in die Vielfalt. Wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann werden wir so viele Dinge entdecken, die verschwenderisch sind. Und wenn Gott so wäre, wie wir manchmal sind, so kärglich und naja, komm, so viel reicht auch und man will es ja auch nicht übertreiben und so, dann wäre unsere Welt viel grauer. Aber so ist Gott nicht. Gott ist ganz großzügig. In der Schöpfung sehen wir das und auch in unserem Leben. Okay, vielleicht bist du nicht Millionär. Ich vermute, dass heute Morgen kein Millionär hier sitzt. Aber das ist nicht schlimm. Jeder von uns hat viel zum Leben. Egal, ob du Arbeitslosengeld beziehst, Bürgergeld oder Ingenieursgehalt, jeder von uns hat mehr als der größte Teil der Weltbevölkerung auf dieser ganzen Erde. Komisch manchmal, dass wir Deutschen so unzufrieden sind in ärmeren Ländern, wenn man da hinkommt. Ich lese gerade ein Buch über jemanden, der mit dem Rad durch Rumänien gefahren ist in den 90ern, Anfang der 90er. Das Ceausescu-Regime ist gerade zusammengebrochen und er wird eingeladen von wildfremden Leuten und die tischen alles auf, was sie haben. Die werden wahrscheinlich die Woche gehungert haben. Sie haben alles gegeben. Weil sie glücklich waren, dass ein Gast aus einem anderen Land bei ihnen zu Hause war. Gott ist großzügig zu jedem von uns. Und es geht irgendwie gar nicht um Vergleich, sondern so wie du in deiner Lebenssituation bist, kannst du Gottes Großzügigkeit entdecken. Und dann sollen wir selber großzügig sein. Und Paulus sagt, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Wenn einer nicht will, dann soll er auch nicht. Dann muss er auch nicht. Du entscheidest, ich entscheide in meinem Herzen. Und es geht bei Geben um Gottes Sache und die Entscheidung, wie wir mit dem, was wir haben, umgehen. Die Entscheidung fällt im Herzen. Gott ist großzügig. Wie sind wir drauf? In den Sprüchen stehen manchmal coole Sätze, die so Dinge auf den Punkt bringen. Und Sprüche 11 steht, manche sind freigebig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden arm dabei. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Oder Sprüche 19, Vers 17. Wer den Armen etwas gibt, leiht es dem Herrn und der Herr wird es reich belohnen. Und dann noch aus Malachi 3, Vers 10. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Damals im Alten Testament galt das Gebot des Zehnten. Jeder sollte den zehnten Teil dessen, was er hat, was er erntet, was er besitzt, im Jahr sollte es in den Tempel bringen. Das war das Zeichen, dass er es zu Gott bringt, für Gott, für sein Haus, für die Unterstützung der Priester, den Gottesdienst, all diese Dinge. Und das taten damals zur Zeit Maleachi die Leute nicht. Es war der alte Tempel zerstört worden, sie wollten einen neuen Tempel aufbauen in Jerusalem, die zurückgekehrt waren. Und was passierte? Das, was so menschlich ist. Jeder kümmerte sich erstmal um sein Haus. Du musst doch erstmal gut wohnen. Ja, und dann, okay, dann gucken wir mal, wie es mit dem Gotteshaus weitergeht. Und die Leute haben sich gekümmert, haben um ihr Haus sich gekümmert. Es war ins Stocken geraten, der Tempelbau. Und das eigene Leben hatte Priorität. Für Gottes Sache blieb nicht so viel übrig. Und so kam es zu diesem Ausspruch von Maleachi, der uns herausfordert. Und da muss ich vielleicht noch was sagen, das was zu dem Start unseres Gottesdienstes passt zur Kresse. Die Leute, die haben sich nicht nur um ihr Haus gekümmert, sondern die haben sich auch um ihren Acker gekümmert. Und was steht da, dass sie reichlich ausgesät haben? Wer reichlich aussät, der erntet doch reichlich, oder? Taten sie aber nicht. Gott hielt den Regen an. Gott ließ Heuschrecken kommen. Und was er damit deutlich machen wollte, ist,
das, was du hast, was du aussehst, worauf du hoffst, dass es wächst, das hängt an meinem Segen. Ich gebe es und ich sorge dafür, dass es reichlich wächst. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Der Volksmund drückt das krass aus und sagt, das Totenhemd hat keine Taschen. Mitnehmen wird keiner etwas von uns. Und was wir haben, kommt von ihm. Ich glaube, der 10. Teil ist bis heute ein guter Anhaltspunkt. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Aber erstaunlicherweise spricht das Neue Testament kaum davon. Jesus hat das nicht aufgenommen. Paulus erwähnt es auch nicht hier an dieser Stelle. Es geht und ging schon immer um unser Herz und die Beziehung zu Gott. Was sind wir bereit für Gottes Sache zu geben? Damals brauchten die Jerusalemer Geld. Sie brauchten keine warmen Worte. Sie mussten ihre Leiter versorgen, das Sozialsystem, was sie aufgebaut hatten, aufrechthalten, Arme, Waisen und Witwen versorgen. Bitte gebt großzügig, sagt Paulus. Gott ist großzügig. Und denkt dabei an das Prinzip von Saat und Ernte. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Eigentlich steht da, wer im Segen sät, wird im Segen ernten. Hä? Was heißt denn im Segen sehen? Im Segen sehen, das bedeutet im Einklang mit Gott sein. Das Gute von Gott weitergeben. Segen heißt, wenn ich jemand segne, heißt das auch, dass ich Gutes von Gott über seinem Leben ausspreche. Und dass wir also im Einklang mit Gott Gutes weitergeben, fördern. Und dass es dabei nicht um eine Rechenaufgabe geht, wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Ich gebe viel Geld für Gemeinde, Mission, Gottes Sache und dann kommt ganz viel auf mein Konto zurück. Es geht tiefer. Was ich gebe an Geld, Zeit, Engagement, soll im Einklang mit Gott stehen. Es soll anderen Segen von Gott bringen. Ich schenke großzügig Geld, Zeit, Liebe, Engagement, weil Gott großzügig ist. Und dann greift das Prinzip von Saat und Ernte. Wir ernten Segen. Vielleicht kannst du das nicht immer auf deinem Konto ablesen. Es wächst auch nicht ein Geldbaum in deinem Garten und der Esel, der Geld macht, der wird wohl auch nicht kommen. Aber du wirst Segen in deinem Leben ernten. Gott wird dich beschenken, wie auch immer, vielleicht mit Zufriedenheit, in einer großen Erfüllung, mit Beziehung, mit Freude, mit Menschen, die durch dich Segen erfahren und was dein Herz erfüllt und freut, mit Vertrauen, ja, auch mit Geld. Es gäbe viele Geschichten darüber zu erzählen, wie Gott zu seiner Zeit auch mit Geld segnet. Es reicht jetzt die Zeit nicht, es gäbe wahrscheinlich viele Menschen hier im Raum, die das auch davon erzählen könnten. Er tut es. Und Gott fordert damals sogar zu Malachis Zeiten seine Leute raus, probiert es doch aus und fordert mich heraus, ob ich nicht die Schleusen des Himmels aufmache und euch beschenke. Paulus schreibt in unserem Text, Vers 8 und dann 10 und 11, Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt.
Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieser Text ist voll mit Superlativen. Jederzeit, immer, überall, überschütten, in aller Lage, Lebensfülle. So großzügig ist Gott. Denkst du, denke ich, dass ich bei ihm zu kurz komme? Wenn wir seine Großzügigkeit widerspiegeln, dann sind wir doch in seinem Wesen, oder? Nein, wir werden nicht zu kurz kommen. Vielleicht können wir uns nicht alles leisten. Ja, manche Wünsche bleiben offen, kann sein. Vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig. Wenn ich mal in der Großstadt in Hamburg bin und ich würde sagen, wenn man von Cuxhaven kommt, ist man so ein bisschen Heini vons Land. Dann geht man da durch die Straßen und sieht, was man alles braucht. Die Geschäfte sind voll und manchmal erschlägt mich das. Und wenn ich dann im Zug zurückfahre, dann merke ich, eigentlich brauchst du das gar nicht. Sieht schön aus, wäre nett, nice to have, aber ist kein must have, muss ich nicht. Ist auch weniger, manchmal mehr, oder? Gott gibt uns, was wir brauchen. Und so viel, dass wir jederzeit großzügig und uneigennützig weitergeben können. Ob wir das glauben? Dabei geht es nicht um die Höhe von irgendeiner Spende oder dessen, was wir einbringen. Unsere Verhältnisse, Lebenssituationen, Zeitkontingent, finanzielle Situationen, die sind bei jedem Menschen so unterschiedlich. Es geht um unser Herz, um Entscheidungen, die wir vor Gott treffen. Wie wir unser eigenes Leben vor Gott sehen, was wir festhalten oder loslassen können, großzügig sein, seinen Segen erfahren. Und am Ende wird geerntet. In Vers 11 steht, die Menschen, sagt Paulus, denen wir das überbringen, was ihr Korinther und die anderen Gemeinden eingebracht habt, die werden Gott danken. Ach so, Uli Flottmann kriegt gar keinen Dank. Für das, was er vielleicht gespendet hat. Wenn es aufs Konto geht, gibt es vielleicht zumindest eine Spendenbescheinigung. Die kann ich beim Finanzamt einreichen. Aber gibt es auch nur für Geldspenden. Nicht für Zeit, Engagement, Herzblut. Der Dank von Menschen, das macht Paulus deutlich, soll eine Station höher gehen. Ich bin nicht so wichtig. Es geht um Gottes Sache. Weil Gott hat schon einen Blick auf mich. Der passt schon auf, dass ich nicht zu kurz komme. Aber ihm soll die Ehre gegeben werden. Uns lässt das vielleicht demütig sein, aber es wendet den Blick auf den, um den es geht. Unsere Gemeinde, unser Gemeindeleben funktioniert nicht ohne Geld, nicht ohne Engagement, nicht ohne Herzblut, ohne Zeit, was viele, viele Menschen hier in diese Gemeinde einbringen. Es geht nicht anders. Auch bei Kirche ist das so. Es geht auch ums Geld und um Gaben. Aber letztlich geht es um Gottes Sache. Wenn Menschen Gott danken für das, was sie Gutes hier durch unsere Gemeinde erfahren haben, dann war es passend. Ich als Pastor und auch wir als Ältestenkreis, als Gemeindeleitung, wissen übrigens nicht, was Menschen hier in unsere Gemeinde geben. Spenden an Geld. Ich will das auch gar nicht wissen. Wir wollen das nicht wissen. Es reicht, wenn das Gott weiß und die Kassiererin, die sehr vertrauensvoll ist. Aber was wir mit dem Geld machen, das muss transparent sein. Deswegen legen wir das offen in Versammlungen, wenn wir uns als Mitglieder versammeln. Es muss transparent sein, damit es klar wird, wo geht das Geld hin und was machen wir damit. Es soll für Gottes Sache sein. Egal, ob wir Räume sanieren, ob wir Putzmittel kaufen, einen zweiten Pastor einstellen oder mit einem Stand auf dem Buttfest stehen. Ich könnte die Liste lange fortführen. Wenn am Ende Menschen danken, Gott danken, weil sie von ihm berührt worden sind, durch dich und mich, durch das, was wir eingebracht haben, sei es an Zeit, Geld, Engagement, irgendetwas anderem, dann ist die Ernte groß. Dann freut sich der Himmel, weil auch Geld dazu genutzt wurde, dass Beziehung zu Gott
sich vertieft, dass vielleicht Not gelindert wurde, innen oder außen. Menschen wurden berührt von Gott. Du und ich, wir können Teil davon werden, indem wir nicht knauserig, sondern großzügig von dem geben, was Gott geschenkt hat. Gottes Segen ist uns gewiss. Gott liebt den, sagt unser Text, der fröhlich gibt. Amen.